meine Lieben. Schaut mal, ne? Hallo. Hättet ihr es erraten können, wer dabei ist? Vielleicht schon, mehr oder weniger. Ja, wir sind jetzt hier in der HZU. Wir sind jetzt kurz rausgegangen, um in Ruhe zu vloggen. Wir kommen gleich so eine kleine Führung und so. Wir auf jeden Fall freuen wir uns schon. Bin auf jeden Fall gespannt. Wir waren schon mal hier als Familie in der Therme. Wollt ihr schon mal hier? Ja. Wir sind extra übrigens auch früher aufgestanden, gell, um in Ruhe zu vloggen. Ja, genau. Also meine schlafen alle noch. Man hört es noch. Ja, stimmt. Wir haben noch nicht einmal einen Kaffee getrunken. Also bitte. Gut, lasst uns reinschauen. Ich verlinke übrigens die Therme, wo wir sind. Unten in der Infobox. Und die Anna natürlich auch. Hallo. So, meine Lieben, ich bin wieder im Zimmer, wie ihr sehen könnt. Ich habe jetzt die ganze Mannschaft hier aufgeweckt, alle angezogen, zumindest die zwei Kleinen. Die Luisa muss ich noch anziehen. Mein Gott, es blendet so stark, ich stehe zu nah am Licht. Wir gehen jetzt gleich frühstücken. Anna weckt auch ihre Männer drüben auf. Und wir machen uns dann ready to go. Gehen frühstücken und bin auf jeden Fall schon ein bisschen hungrig. Jetzt kommt die Roomtour. Schaut euch mal unser schönes Hotelzimmer an. Und da ist ja schon ein Baby dabei. Das ist unser Schlafzimmer. Moment, ich glaube, ich mache ein bisschen die Tür zu, nicht, dass ich andere Hotelgäste belästige. Also, man kommt hier hinein. Zurück einen Schritt. Man hat hier auf jeden Fall schon mal einen wunderschönen Schrank. Ich zeige euch, wie es innen ausschaut. Ein Safe ist dabei. Und ein paar Fächer und Kleiderbügel hat man da. Und ein süßes Baby hat man da. Auf jeden Fall hat man hier auch noch so eine Garderobe. Kann man so ein paar Sachen aufhängen, Jacken. Wahrscheinlich im Winter dann eher so brauchbarer als jetzt im Sommer. Hier ist auf jeden Fall unser Badezimmer. Hi! Mit Föhn. Hier gibt es Handseife. In der Duschkabine gibt es dann auch noch Shampoo und Duschgel in einem. Eine Toilette. Und für Kinder sogar eine Erhöhung, voll cool. Und hier haben wir natürlich unser Doppelbett. Ich und der Papa schlafen hier, wie man sich denken kann. Und die Luisa hat ihr eigenes Babybett. Hallo Luisa! Hi! Und wir haben hier so eine Verbindungstür. Weil wir natürlich eine große Familie sind, brauchen wir natürlich für die anderen Kinder auch noch Schlafmöglichkeit. Und hier schlafen dann, hier schläft Patrick und hier schläft Lara und hier schläft Michelle. Die Kinder haben natürlich auch ihr eigenes Bad und ihren eigenen Schrank und ihren eigenen Vorraum. Ja, hier Garderobe und das Bad schaut eigentlich genauso identisch aus wie unseres. Ich gehe mal nochmal zu meiner kleinen Luisa. Hallo Babybär! Ja, die Kinder sind alle unten in der Spielhalle und da werde ich jetzt auch gleich runtergehen mit der Luisa. Und wir sehen uns dann morgen beim Frühstück. So, ihr Lieben, ihr seht, bin ich jetzt schon, sind wir schon alle unten im Frühstücksraum. Wir haben jetzt gerade den Tisch zugewiesen bekommen. Und jetzt gucke ich mal, was ich hier frühstücken kann oder was wir hier frühstücken können. Weil meine Rasselbande ist nämlich schon hier. Ich mag ein, hier gibt es auf jeden Fall ein Würstchen und hier gibt es Ei. Ich mag ein hart gekochtes Ei. Hier gibt es Wurst. Schimmelkäse. Hier gibt es so Butter und so Joghurt. Mal gucken, das ist wahrscheinlich die Getränkebar. Wasser. Saft. Hier gibt es Wasser und Saft. Und hier gibt es dann auch noch so Milch, laktosefrei. Und Müsli. Auf der anderen Seite ist dann Marmelade. Hier gibt es Babybuffet. Oh, Babybuffet. Kakao. Heiße Milch. Wollt ihr einen Kakao, Kinder? So, wir gehen jetzt schwimmen. Wir haben vom Hotel einen direkten Übergang ins Hohe Türme. So. Ja, die Lara weiß ja noch gar nicht, wo wir sind. Am Schwimmbad. Sie sagt am Meer. Wir sind am Meer. Ja? Wir sind am Meer? Cool. Wahrscheinlich muss man da sein Ding hin tun, oder? Ja. Hier, Kinder, das ran. Was soll ich tun? Deine rotes Armband. Deine Uhr. Hey, jetzt kannst du gehen. Du, geh mit Lara. Okay, Lara, gehst du mit? Mit Patrick. Jetzt ist die Mama. Tschüss, Papa. Grüß Gott.
Und jetzt ab. Tschüss. Hey. Ich habe keine Handtücher. Papa, komm auch, sagt die Lara. Ich lasse meine Würmer doch nicht alleine. Oh. So, Spa-Massage-Welt. Da bin ich jetzt, also tschüss. Na. Gehen wir runter, Kinder? Elefant? Na komm, gehen wir. Hi. Und Patrick, ui! Der Baum hat auch Vorteile. Ja, perfekt. Hallo Luisa! Hallo! Abendessen, Buffet, ganz bekannte YouTuber, ja, das ist auch so. Wow! Mhm. Warte, Lara, das ist jetzt gerade voll mit Ketchup angemacht. Warte kurz, warte. Gott. Warte. Mhm. Der arme, plötzlich die Lara das gerade ins Essen mit. Na, wo wir sitzen, merkt man, oder? Kannst du das Ganze nicht verbrennen? Ich hab's gesehen. Jetzt wollte ich mir so einen tollen Trick mit ihren Nudeln machen. Schaut mal, was ich mir gewählt habe. Ich habe mir. Das ist ein Zanderfilet, gell? Stand da, glaube ich. Ja, glaube ich schon. Ja. Mit Kartoffeln und Gemüse. Immer noch so ein Fleisch im Braten genommen. Das riecht auch gut. Das riecht alles eigentlich super lecker. Und ja, es ist ein Nudelsalat mit Feta und Tomaten. Das ist Lama. Hallo Lara. Wee, what? Wir sind am Bällebad. Ah. Aua.
Schlosser. Wo man hört an. Ich bin hier. Und Lara ist hier. Genau. Weil die Lara. Lara, Gambara. Lara, Lara, ich kann sie nicht graben. Nö. Bitte. Nö. Nur einmal. So, meine Lieben, wir sind jetzt nochmal nach dem Essen und Spielen rausgegangen. Wir sind jetzt gerade mit den Kindern aktuell nochmal hier in dieser Kinderspiele-Paradies oder wie das auch immer heißt. Und die Kinder rutschen und wir. Wir schauen gleich aus. Schau, wir haben denselben Dutt. Und oben, ja. Ja, schauen wir fast gleich aus. Wie Schwestern. Ja, ich wollte mir jetzt eigentlich einmal vom Vlog verabschieden, zusammen quasi. Ja. Und ich hoffe, dass euch unser Vlog gefallen hat. Und schaut auf jeden Fall auch bei der Anna vorbei. So, die Luisa hat jetzt keine Lust mehr. Bei mir gibt es auf jeden Fall so eine Art Tour durch die Därme und zum Schluss noch ein Fazit von uns beiden, ob sie ein Besuch auszahlt. Genau. Also schaut auf jeden Fall vorbei. Die Videos sind ihr Kanal und die Videos sind unten in der Infobox verlinkt, wie immer. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.